Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Hearthstone Tavern Brawl. Ich bin Okoparius und wie immer, ihr kennt die Ansprache. Mit mir der gute Benny. Ich bin auch mal wieder da, also wie immer, wenn es um Mal Hearthstone wieder geht. da, ne, Benny's mal. Das Ragnaros Fire Festival ist vorbei. Aber das heißt nicht, dass es nicht ist, aber jetzt aktuell Sommer und das heißt, es ist noch immer Festivalzeit. Stimmt das, Kuppa? Ja. Denn jetzt ist das Frost Festival aufgedeckt oder von wem, weiß ich jetzt nicht, habe ich den Namen vergessen. Ja, den Namen wirst du wissen, wenn du den Titel des dieswöchigen Brawls vorliest. Ahunes Superior Brawl. Ahoons, würde ich wahrscheinlich raten. Ahunes, ja. Enjoy Frost Festival Games, fool! Destroy Ragnaros Dummies faster than your opponent! Heroes cannot be healed or keep armor! Ja, Ahun ist anscheinend so ein Frost-Typ. Keine Ahnung, ob es den jetzt wirklich gibt in WoW oder nicht. Da kenne ich mich nicht aus. Er ist auf jeden Fall nicht in der Lore wichtig. Ich kenne mich ganz gut mit der Warcraft-Lore aus. Aber da spielt er keine besondere Rolle. Aber er scheint quasi eine Art Parodie von Ragnaros zu sein, eine Art Frost-Ragnaros, und wenn man auch das Spiel startet, beginnt auch zu reden, ja, das Frost-Festival ist viel cooler als das Fire-Festival, Ragnaros sagt, und ich bin viel cooler. Aber naja, ich habe mir das Pack schon mal geholt, einmal gespielt. Und ja, dann folgen wir mal Noch nicht. heraus. Ich hatte auch damals, ich glaube, es gibt Paladin und Mage, und ich hatte Mage. Vielleicht gibt es auch mehr Klassen, keine Ahnung, mal schauen. Ich glaube aber irgendwie nicht. Also wir werden wahrscheinlich wieder gegeneinander spielen. Wir werden wahrscheinlich gegeneinander spielen und nicht miteinander wieder. Natürlich Denn gegeneinander. es heißt nicht natürlich, weil wir es hatten ja schon öfters auch so Brawls, wo wir Aber gegeneinander spielen. zu 90, 99% gibt es kooperative Brawls. Es gab bis jetzt nur drei Core-Brawls von so vielen. Deswegen dann, ich habe wieder eine Mage, darüber bin ich glücklich. Mage mag ich mehr als Paladin. Das setzen wir mal Normalerweise alle. auch. Ja, Benny mag Mage auch viel mehr. Deswegen mal schauen, aber vielleicht kann Bernie trotzdem gewinnen. Also, ich meine, Schau mal. es ist ja gebalanced in dem Sinne. Ja, und wir sehen hier quasi die Parodie des Target Dummy. Und zwar hier einfach ein Ragnaros Dummy. Ragnaros 3-1-4 Elemental can't attack, death rattle. Whoever kills this deals 4 damage to their opponent. Okay, aber das wird wahrscheinlich hin und her wandern. Nein. Jeder hat seinen eigenen. No hiding Okay, bei behind mir armor was? in this brawl. Und man kann sich nicht heilen, keine Armor generieren. Man kann nur diese Ragnaros-Dummies angreifen und so dem Gegner Schaden zufügen. Ich habe ja Benny das geschickt. Ich hatte ja damals irgendwie. Ich habe da dieses eine 5-5-4 Tentakelmonster gespielt vom Mage. Dadurch hatte ich einen zufälligen Zauber mit zufälligem Ziel bekommen. Da habe ich diesen 2-Mana-Zauber von Paladin bekommen. Entdecke ein Minion, gib ihm plus 1 plus 1. Dadurch kam dann zufällig Archmage Antonidas raus. Und dadurch habe ich den Brawl dann easy gewonnen, nachdem ich dann. Yay. Das heißt, Kopalak war wieder über allem. Real. Man kann auch mit den Dummies nicht angreifen. Deswegen. Das, wir sind am Anfang noch relativ schwach. Ja. Und Benny holt jetzt erstmal die ganzen Secrets raus. Und dann coint er extra das Secret. Boah, war Spaß. Viel Spaß. Heed the call of Cthulhu. Job's done. Na, Dankeschön, Portal. Jetzt habe ich schon mal auf jeden Fall den Speed hier in Minion-Stärke-Weise. Mal schauen, ob ich einen 10 Cosmo in meinem Deck habe. Wäre ziemlich cool. Wäre echt cool. Und was macht der Buff, der jetzt seinen Minion? Oder lässt er es? Let me think. Na, Benny.
Okay, er entscheidet sich, seinen Zauberen nicht zu nutzen. Und leider habe ich... Ne, habe ich leider nicht. Ancient Harbinger ist schon eine gute Karte. Can I light your fire? Ja, nicht schlecht. Was? Hä? Moment mal. Was ist gerade passiert? Hast du gebart? Nein. Hä? Das darf eigentlich nicht passieren. Moment mal. Zählt es als mein Kill, weil ich den Elemental gekillt habe und der Elemental dann meinetwegen meinen Ragnos gekillt hat, habe ich dann... Wie es ausschaut, weil es in dein Turn der Kill war. Ja, ja, stimmt. Aber es kann ja... Ja, dann scheinen... What the fuck? Kumpel, Luck strikes again. Nicht so, dass das Problem bei Hearthstone ist, manchmal schreiben die halt die Kartenbeschreibung nicht richtig so. Hier steht, whoever kills this deals 4 damage, aber anscheinend heißt es, whoever kills someone in this turn und so, kann den Damage dann dealen. Anscheinend, oder? Wir haben irgendwas verpasst. Der Alder Peacekeeper war wichtig. Na, den nehmen wir mal. Ja, das war klar. Also in dem Sinn war die Ancient Harbinger die beste, um da die Falle zu entschärfen. Nein, gerade kann man meiner Meinung nach nicht groß erkennen, wer die Oberhand hat. Weil Benny kann jetzt auch einen guten Zug haben, irgendwas Fettes spielen. Und meine Minions sind jetzt, dadurch, dass halt mein mit dem alten Peacekeeper meine Ancient Harbinger runtergebracht hat, ist ja natürlich dann groß geschwächt worden in ihrem Sinn. Hat er wieder irgendwas, um den Ragnos zu buffen? Okay. Benny glaubt, das ist der richtige Weg, ja. The only way. Das ist nicht der richtige Weg, aber es ist der Weg. Dann machen wir mal das. Okay, du hast nur eine Karte. Okay, Kessakus geht in dir. Wie? Hand. Du wirst wahrscheinlich ein 5-Mana-Getränk gemacht haben. Ja, hast du richtig geraten. Ja, da hast du recht. Taktik kenne ich nicht, aber ich finde sie sehr, sehr interessant. Who is the insect now?
Ich glaube, das ist das Einzige, was du auch mit denen spielen kannst. Du musst den hochpushen. Sonst kannst du, glaube ich, nicht spielen mit denen. Na, die Sache ist, Bernie, ich würde das eher diese Spells aggressiv nutzen, weil man muss ja in dem Sinne, du hast bis jetzt nur deine Health Points mit den ganzen Spells verteidigt, aber stell dir vor, dass du sie genutzt, um die ganze Zeit meinen Ragnaros kaputt zu machen. Ja, aber ich habe ja nie die Chance gehabt, ein Board aufzubauen. Ich konnte ja nie angreifen, richtig. Mein Board war ziemlich schwach. Bis jetzt. Mal schauen. Das müsste. Ja, das zählt sogar wirklich. Das zählt wirklich zwei. Das zählt wirklich für mich. Wirklich, Secret, die ist so die beschissene Karte, was du rausbekommen kannst. Hm? Achso, ja, stimmt. Aber echt, der Text ist falsch. Hearthstone, wenn ihr Disguised Toast kennt, der hat's auch mal debunked, weil die Devs schaffen es immer, den Text falsch zu schreiben. Das stimmt nicht, whoever kills this deals 4 damage. Es stimmt, whoever kills this on his turn. Das heißt, ich habe ständig meine gekillt und dadurch bin ich noch zusätzlich Schaden gemacht. Was halt ziemlich assi ist, finde ich. Ja. Der gute. Ich glaube, Mage ist klein Vorteil. Ja, vielleicht, du musst auch konzentrieren, dass du vielleicht in dem Sinne wirklich falsch gespielt hast. Dass deine Taktik nicht richtig war. Weißt du, was ich meine? Aber ich hatte halt Luck, dass. Ich hätte. Ein Kasakis, das habe ich ausgenutzt dann, nachdem ich wusste, dass das stimmt und so. Aber halt, in dem Sinne, wenn du halt. Du musst eher aggressiver gegen die Ragnarosse gehen oder so. Und Bernie gibt auf. Ja, ist, ich wollte, du warst. Liefel. Und ich war Liefel. Also ich hätte bei gestorben, nicht so, egal was passiert. Ja. Ja, du hattest mindestens 10, 10? Hm. Schaden. Ja, hast du genug. Ich hatte auf dem Feld hatte ich. Ich hatte 8 Schaden auf dem Feld. 8 nur? Ne? Ja. Ich konnte mit dem einen 5 angreifen, hättest du 4 Schaden bekommen, dann mit 3 und mit 2, dann hättest du nochmal 4 Schaden bekommen. Aber vielleicht hätte ich noch einen 12. Hand gehabt, keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr. Hab ich mir nicht gemerkt. Und Ben hat wieder den Paladin vielleicht. Wirklich musst du deine Taktik überdenken, quasi, dass du nicht Ragnaros buffst, sondern halt deine Minions buffst, mit denen du angreifst. Hm. Aber ich bin ganz ehrlich, meine Starthand ist ziemlich scheiße. Alter, GG, Bernie, GG. Ich hab so hart verloren, ey. Das war beschuldigt von mir, ich hätte wenigstens Schaden machen können. Hm. Halt. Was aber ja. Handle it! Thank you.
Interessant ist, du kannst mich, du musst das in Rubinek ja fast angreifen. Weil? Irgendwann. Weil? Du mich nicht direkt angreifen kannst. Wieso musst du denn den Rubinek angreifen? Wieso nicht den Ragnaros? Den kannst du mich auch angreifen. Hä? Hey. Penny's Logic finde ich gut, ey. Aber wer macht das denn? Macht man doch nicht freiwillig. Mal schauen, was rauskommt. Ach, nein. Really? Ja, finde ich gut. Na gut, mit der greife ich nicht an. Dann würde ich sie für nichts schwächen, wenn im nächsten Zug dann ihr Servant dann Ragnaros angreift. Oder Fake Ragnaros, Dummy Ragnaros oder so, ne? Follow the rules. Pisser. Reporting for duty. Lucky. War ich. Ich meine, das ist eine Reminic getroffen hat, du meine Güte. Jetzt hat er es erzwungen, der Pisser. Na, aber jetzt habe ich einen guten Trade, würde ich ja sagen. Pilot Shredder gegen Rubin. Das ist ein geiler Trade. Würde ich so unterzeichnen. Ja. Ach, scheiß doch. 2-1 bringt mir eh nichts, ey. You will burn. Na, gerade ist es ausgeglichen in dem Sinne, weil Ike da ja. Sollte gewinnen, dann bekomme ich auch mein Pack. Ja, mal schauen. Und sonst muss ich nach dem Part gewinnen lassen. Oder du kannst auch gegen Random spielen. Ja, könnte ich auch, aber. Aber. Oh, ja. Fuck. Schade. Last wieder komisch. Was? Ja. Was ist denn hinter dir? Was ist hinter dir? Mal um. Deine Mutter dreht sich um. Peng, 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 peng. Was ist peng, 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 peng? Was ist peng, peng, peng? Ich hab 6er auslaufen lassen. Glaubst du, ich greife jetzt mit Baron Geddon an den 1-4er an, damit Danny Rubin mich killen kann? Oh, das ist jetzt aber die Quality. Gut. I'm warning you. I'm unstable. Mine! All mine! Es tut mir leid, aber dadurch hast du mir sehr geholfen.
Can I light your fire? Schade. Ja, diesmal zieht es sich sehr lang. Ist auch recht ausgeglichen. Das ist schon 20 Minuten der Part. Hey, join the boat or meet my fist. Nicht gut. Reporting for duty. Ja, wir sind noch relativ knapp. Aber auf lange Sicht bist du wahrscheinlich stärker wieder. Hm? Auf lange Sicht bist du aber besser. Wer weiß. Das ist auch eine nette Karte. Mal schauen, was passiert. Okay. Geht noch gut aus. Na, für dich. What the fuck? Wieso hast du diese Karte im Deck? Wie OP ist das denn? Was ist das für eine Verarsche? Was soll das? None may steal our secrets. Das finde ich gerade ziemlich asozial, dass so eine Karte im Deck ist. Kann 3-5 Damage machen, also 5 Spell deal 5 Damage. Und kriegt noch ein 2-2 Minion dazu. Also das finde ich nicht vereinbar. Well played. Okay, was bekommst du von ihr? Und zum Beispiel schon auf die neue Hearthstone Expansion. Nö. Nein, Meteor ist Arsch. Langsam wird es knapp zu TTT. Wir nehmen es gerade noch am Sonntag auf. Gerade wird es eng mit TTT und so. Also ja. Verlierbanning. Ups, da wurde ich auf Skype angeschrieben, das habe ich vergessen. Ich wurde auf Skype angeschrieben. Oder wir wurden auf Skype angeschrieben. Hallo, jetzt mach mal Skype, ey. Boah, diese Software wird immer lamer. Gehen wir weg damit.
So much power. Das geht doch noch jedes Mal. Jetzt kann er dreimal. Jetzt kann er. Also mit der Waffe kann er dreimal Damage dealen, ne? Ohne überhaupt Schaden zu bekommen oder Konsequenzen zu spielen, das ist nicht geil. Ich will da noch zwei gratis Rekruten. Strathholm will be purged. The spirits be rested. So, Moment mal. Also, Bernie muss dreimal schaffen, mich zu damagen, damit ich das verliere. Den kann ich zwei killen. Den kann ich. Also, ich muss mindestens. Es darf noch ein Minion übrig sein, sonst habe ich verloren. Okay. Fällt mir das nicht wirklich. Bernie braucht jetzt einen Weg, meinen Dragon aus zum dritten Mal zu killen. Wenn er das hat, dann habe ich verloren und gehen nochmal die dritte langgezogene, schreckliche Runde. Beetleberries, my favorite. Ich muss es noch schaffen, einen Ragnaros zu killen. Answer the call of the light. Here come the voodoo. Ich hab auch nur ein Damage für diesen Turn. Ich glaube, als Paladin wäre das nicht so schwierig. Bitte, ich verliere einfach. Ja, ich sag das echt nur wegen der Zeit, ne? Ich würde gerne noch ein drittes Duell haben, aber wir haben noch 10 Minuten. None may steal us. Na, Schatz, noch einen, der müsste kriegen, ey. Ich hab gesagt, nicht Bernie, verdammt. Sorry. Ich brauch das Pack. Scheiß auf das Pack. Wir haben nicht einmal die Rollen gewechselt. You asked for it. Aber ihr seht, ja, ich hatte eine scheiß Starterin und es hat sich so hart gezogen. Jetzt brauche ich einfach eine gute Starterin und dann kann ich das hoffentlich schnell holen. Ich habe die ganze Zeit nicht Flamestrike gezogen, das war auch ziemlich scheiße. Hätte ich einmal einen Flamestrike gehabt, dann hätte ich gewonnen. Und Bernie hätte diese fucking Bombenbraut und diese. Okay, mein Haus stürzt ab. Bernie? Oh Gott, verdammt, diese Drecksscheiß.
Ich hasse meine Internet. Ich hasse meine Internetverbindung so sehr. Bernie? Ja. Wie viele Runden habe ich verpasst? Keine. Okay. Wieso habe ich dann sofort 2 Mana? Dann hast du. Bei einer hast du weitergedrückt einfach. Okay. Nein, hat das noch. Ja, gut. Da habe ich jetzt verpasst. Can I light your fire? What to do? Strathol will be purged. Das Verkoper kann gerade nicht reden. So, na, ich kann gerade reden, alles okay. So. Dann machen wir das so. Cooking time. Und das machen wir. Nachgrüb zu viel Station schaffen. Hm? Wir sollten das schon schaffen rechtzeitig. Glaube ich nicht. Weißt du, wie lang das letzte Duell war? Ja, sehr lang. Lang. Wir sind schon bei 32 Minuten im Part. Ich finde, du hast auch ziemlich stark, dass deine Weapons hast, diese asoziale Hure da. So. Christos! Fresh from Kazakis! Ich warne schon mal die anderen voll. Handle it! Reporting for duty. Na, ich weiß. Jetzt bin ich dran. So. It's to you. Hey, join the goats or meet my fist. Hier ist Don Hancho. Nix ist auch ne. Ist auch ein Pisser. Let's negotiate. You can see, and I'll let you live. Nexus Champs, da. Hat die auch mal. Wie hatte ich auch mal? Im Deck? Oder? Entzaubert habe ich die. Achso, okay, läuft bei dir.
Ich glaube, ich habe die Karte auch immer noch. Die einzige legendäre, die ich jemals gezaubert habe, könnt ihr auf dem Konfi-Kanal sehen, unter Hearthstone Specials Playlist. Ein sehr altes Video. Das ist a lie von Cooper. Was? Eine Lüge von dir. Das ist nicht eine Lüge, nein. Du hast mir gestern, glaube ich, erzählt, dass du Cam von Below entzaubert hast. Was habe ich entzaubert? Die Rogue Quest. Das zählt nicht. Zählt sehr wohl, ist auch eine legendäre. Nicht für mich. Karte. So. Tricky Situation. Mal schauen, was wir kriegen. A new acquisition. Dann machen wir das hier. Das hier. Und das hier. Moment mal, die hatten alle ein Cardback. Lol. Das war ein Bug. Da wurde mein richtiger Cardback angezeigt. Interessant. Bei mir nicht. Tja. A new acquisition. Ich hab Deadly Poison bekommen. Ja, sehr deadly. Hört sich tödlich an. Come on, schneller. Sagt Bernie. Ja, Major Nocken. Wie spricht man denn aus? Major Nockenforscher? Danke. Was? Auch ich muss random. Ja, all prüfen. Targets. All targets are chosen randomly.
Bernie? Oh Gott, jetzt habe ich wieder ein Hafsum-Problem, ein Internetproblem, was auch immer. Bernie? Ja. Okay. Ich würde dir und du hast den richtigen getroffen. Du hast den falschen getroffen. Scheiß drauf, ne? Kein Bock mehr. Doom! Ben, what the fuck? Was ist so eine kaputte CD-Platte? Du hast dein Deck geburnt. Du hast dein Deck geburnt. Du hast dein Deck geburnt. Nein, ich hab dein Deck geburnt. Du hast dein Deck geburnt. Wir haben alle dein Deck geburnt. Nein. So ist Hobby, Dickburn. Hört sich ein bisschen an wie Dickburn. Was wird ziemlich mal genannt? Was? Deck, Dick. Es gab's auch einen Witz bei Yu-Gi-Oh! Wie ist nochmal? Bridge Series. Es ist cool. Wir zwingen das wieder richtig hinaus, ey. Reporting for duty. Ten. Ten. Ja, wir kommen schon gleich in TTT rein. Serve. So, dankeschön. Meine Güte. Danke Leute fürs Zuschauen. Das nächste Mal geht's weiter. Ciao.